Moin Moin, herzlich willkommen. Ich grüße euch, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marsch-Map, wo wir natürlich aktuell da aufhören, da weitermachen, wo wir aufgehört haben. So ein bisschen hier Getreide ernten. Drescher setzen wir gleich oben auf das andere Feld. Wir werden aber erstmal sehen, dass wir unseren Sammelwagen finden. Wir hatten auch eigentlich schon irgendwo einen Strohsammelwagen. Wenn ich mich richtig entsinne, musste doch eigentlich irgendwo rumstehen, oder? Also ein Grassammelwagen, Strohsammelwagen. Und der war nicht geliehen. So. Drüben können wir noch nicht weitermachen, da ist die Spritze noch am Arbeiten. Wo er jetzt wieder meint, dass er gerade die Arbeit erfolgreich erledigt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Können wir vielleicht gleich vorne reinfahren mit dem Drescher, ist egal. Der muss auf jeden Fall mal hier rausgepickt werden. So, gucken wir mal ungefähr. So oder wie? Und jetzt fährt er auch weiter? Ja, sieht gut aus. Hier ist der Sammelwagen. Aber wollen wir den damit zum Hof bringen? Ne, wir lassen den mal hier stehen, den kleinen. 37 Betriebsstunden, der ist teuer im Unterhalt. Und gleich zum Abfahren holen wir uns auch den LKW. So, dort bagern wir auch noch einen, den kleinen Sprung hier. So, heute mal nicht zu viel Kram durcheinander, ne? Eins zur Zeit. Wir werden erstmal eine Ladung Stroh sammeln für einen Komposter. Dann werden wir den Drescher hier vorne wieder zum Laufen bringen. Erste Feld ernten, dann da müssen wir nicht die ganze Zeit sozusagen aufpassen, das kriegt er erstmal von alleine hin. Können wir, der Komposter braucht dann noch Sprit. Erstmal müssen wir aber die Silage hier zur Mischfutterfabrik bringen, damit wir den dann zum Abfahren nutzen können. So, traut man mal wieder im Einsatz. Gleich. Helfer A wird durch ein Objekt blockiert. Das kann wieder nur der Drescher. Steht jetzt der Drescher da im Weg? Nee, eigentlich nicht. Kann ich mir gerade nicht erklären, was seine Probleme sind. Abgebogen oder steht er? Hä? Ist auch hier gar nicht nirgendwo. Macht doch gar keinen Sinn. Oder ist er doch in die falsche Richtung abgebogen? Naja, ich will ihm alles zutrauen. Hier ist voll. Ja, das andere lohnt eigentlich nicht und nimmt das noch irgendwo mit rein. So, ein bisschen Silage für die Mischfutterfabrik.
So, was ist hier denn angepflanzt? Was ist das? Zuckerrüben oder Kartoffeln? Scheint auch eine falsche Einstellung zu haben in der Sichtweite, in der Density, Entfernung. Was ist denn das hier? Das war Feld 8. Ich weiß es nicht, was Feldfrüchte. Zuckerrüben. Das waren Zuckerrüben. Mal gucken, ob mit dem Gespann überhaupt irgendwie so zum Komposter kommen. Sonst müssen wir einen Anhänger erstmal abkoppeln. So, was haben wir hier denn eigentlich auf dem großen Feld? Roggen. Roggen scheint mir in der Sichtweite auch nicht richtig zu sein. Bisschen dunkel. Aber da ist ja noch einiges, ne, im Argen. Kann ich versprechen, dass das alles... Soja hatten wir. Schreiben wir das jetzt nochmal dazu. Roggen. Das muss ich auch aufschreiben. Roggen. Soja, Roggen und Zucker. Stimmt irgendwas nicht. Zuckerrüben. So, wenn wir genug weit ausholen, ne, dann müsste das eigentlich ja nicht funktionieren, weil der hintere Anhänger am Zaun kleben bleibt. So, haben wir aber gut genug weit ausgeholt, das funktioniert, dass wir hier in die Mischfutterfabrik endlich mal ein bisschen Silage wieder loswerden. Und dann können die gleich anspringen, nochmal richtig ordentlich Mischfutter herstellen. So, vielen Dank, reicht. Klappe zu. Ja, Soja, der Apf, guck mal, dann haben wir zumindest schon mal das erledigt. So ein bisschen was von dem, was ich anfangs gesagt habe, kriegen wir heute hin. Also, ne, der ist schon mal, der Abfahrer schon mal hier. Kapazität en masse für unser schönes Gerstefeld. Ja, es bringt ja uns gar nichts, weil wir nicht mehr sehen, wo gedüngt ist. Da ist gedüngt, aber nur da, wo er rübergefahren ist, oder was? Ist voll erntereif alles, weil wir haben Wachstum an, aber es geht nicht, es vergammelt nicht. Ich wollte aber auch eigentlich in die falsche Richtung umdrehen, ne? Aber ich meine, der Boden, die Bodentextur wird ja dunkler, ne? Also so viel war gerade eben zu sehen. Guck mal, da sehen wir auch die Bahn, aber ohne dass was kaputt gegangen ist. Könnten wir jetzt hier zum Beispiel noch mal hin losschicken. Ne, wir brauchen noch nicht. Wir sammeln jetzt endlich mal Stroh. Auch das war ein erklärtes Ziel von mir heute. Definitiv mal so eine Ladung Stroh einsammeln und gucken, ob der Kompost das überhaupt annimmt. Na, der Komposter von hier, man kann es ja auch mit platzierbaren Objekten noch sich damit dichtkleistern. Hier gibt es einmal im Gartencenter und praktischerweise Kompost. Kann man an zwei Stellen verkaufen. Gucken, wo es mehr Geld bringt. Also für Stroh hat man immer mehr Verwendung. Ne? Man kann es natürlich ganz normal am Hof verkaufen. Man kann auch so klassisch
in die Tier, bei den Tieren einstreuen. Das sollte eigentlich immer so die erste Variante sein, wenn man Tiere hat. Dann kann man es beim Mischfutter Fabrik zusammen mit Silage und Gras zu Kraftfutter, zu Mischfutter verarbeiten. Und jetzt neuerdings kann man auch noch mit Stroh dann die Kompostieranlage betreiben. Da kann man auch noch weitere Sachen reinpacken, aber das ist erstmal so das Erste. Und mal gucken, vielleicht, ne, ich muss überlegen, das ist jetzt Donnerstag, zweite Folge von der Aufnahme her. Mit ein bisschen Glück und noch ein bisschen Zeit kann es sein, dass die 1.7 hier mit den neuen Fruchtsorten und mit der Kompostieranlage bereits draußen ist. Denn ich bin ja auch immer so ein bisschen auf eure Mittesthilfe angewiesen. Hilft auf jeden Fall immer weiter, wenn ihr Kommentare hinterlässt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Kann ich es mir anschauen und in einer der nächsten Versionen Abhilfe schaffen. Hier vorne am Hofe schon so ein bisschen, sehe ich gerade, hatten wir schon mal so ein bisschen Silage hingebracht, aber es sieht nur nach einer Bahn aus. Ist ja auch mal interessant, wäre irgendwann mal richtig hier in Mais zu gehen. Aber da fehlt uns noch so ein bisschen Startkapital von Häcksler. Daher bleiben wir noch mal ein bisschen beim Getreide. So, kriegen eh keine ganze Bahn mehr. Nur einen kleinen Sprung. Neep, 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 neep. Und auf geht's. Das machen wir heute noch. Was haben wir hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wir würden noch mehr hier rauskriegen. Also von hier, ne, vom Hof zum Komposter ist schon ein bisschen weiter. Aber es gibt natürlich auch später die Felder, die man dann rundherum hat. Gerade oben auch bei der Biogas. Ganz praktisch. Das Gras wächst langsam wieder. Immerhin etwas. Verkehr, da können wir einfach mal Vollgas, genau. Heben wir ein bisschen ab. Das sieht alles gut aus. So, Komposter, da wären wir. Mit. Das ist so schön. Kompost. Ups. Aber was wir hier noch brauchen, ist Fuel. Da muss ein bisschen Sprit rein, damit Kompost produziert wird. So, rückwärts rangefahren, reingekippt. Ja, das läuft schon mal. Ich meine, ich habe es eingestellt, dass er 2000 rein... Ja, jetzt kommt es langsam durch die Texturplane. Also man kann da 200.000 reinkippen, damit man ein bisschen noch Vorrat hier hat. Nicht immer nur, sagen wir mal, 50.000 reingehen. 50.000 schafft er pro Stunde. Ja, und hier wird es angezeigt, ne? Knapp Rohstoffe, Abfall, Stroh, 24% gefüllt. Brauchen wir noch Diesel? Nutzungshinweise. Bitte nur organische Materialien. Ja, gut. Interessiert uns jetzt nicht so. Insbesondere, wir brauchen irgendwie so einen mit diesem Fass, lassen sich Flüssigkeiten transportieren. Zum Beispiel damit müsste man tanken können und ansonsten mit dem Kotte, der auch überladefähig ist. Ich weiß gar nicht, warum wir den denn wohl. Und da sind da LKWs. Habe ich die überhaupt aktiv? Universalfässer hier. 160.000 kostet er. Der kann aber alles überladen und den brauchen wir auch später sowieso für Milch.
Mir ist der ein bisschen... Ja, kostet 25.000. Ich weiß aber nicht, ob wir mit dem überladen können. Ansonsten hätten wir 25.000 umsonst ausgegeben. Mit Überladefunktion. Ja, da müssten wir den LKW vorspannen, ne? Der kostet 45.000. So ein kleiner hier mit 10.000 Liter. 22.000 Liter. Mal ich gleich den LKW haben, oder? Auswählen. So, Anhängerkupplung, Standard. Standardmotor. Hochleistungsmotor. Ach, der fährt der CKW schneller. So, haben wir schon wieder Geld ausgegeben. Gut, der fährt nochmal zurück, sehr schön. Da ist er. Den müssen wir zum Beispiel an der Hoftankstelle oder an der Aral, wie auch immer, ne? Aral liegt mehr auf dem Weg, würde ich behaupten. Tanken wir den mal voll. Mal gucken, was das kostet. Denn die Frage ist ja auch immer, die man sich stellen muss, bringt das alles jetzt ein bisschen mehr Geld, Stroh hier zu produzieren? Also Kompost. So. Einmal voll machen bitte. Aber Deckel öffnen, Kippseite, Hupen, rundum leuchten. Kippseite 1 und 2. Wir haben hier gar keinen, glaube ich, richtigen Trigger, ne? Wie wir Sprit einfüllen können. Bei den kleinen Tankanhängern muss es ja funktionieren. Liegt das an der oder geht es am Hof? Ich weiß es nicht. Da hätte ich nämlich auch noch eine Sache, die ja nochmal gefixt werden muss. Es muss irgendwo was geben, wo man Fuel auffüllen kann. Ähnlich wie sozusagen man die Milch ja auffüllen kann. Oh, ab. Mach Platz für uns. Ganz eilig. Helfer D wird durch ein Objekt blockiert. Ach nee, jetzt wird er doch nur 60. Komisch. Ich dachte, vorhin wurde 80 angezeigt. Oder liegt das daran, weil wir den Deckel offen haben, haben wir ein bisschen mehr Windwiderstand. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass wir den voll machen können an der Tanke. Geht nicht. Hätten wir den jetzt tatsächlich umsonst gekauft? Warte mal, ich will noch mal kurz gucken. Da wäre es ja noch... Naja, für Milchverkauf bräuchten wir den später. 119.000 würden wir für den jetzt noch kriegen. Okay. Na toll, kaufen wir mal so einen. Aber ich glaube, mit dem kann man wieder nicht überladen, oder? Ich verstehe es nicht. Ja, ist egal, welche Farbe. Ja, ich glaube, den Test schließen wir erst beim nächsten Mal ab, wa? Oder machen wir das noch, ziehen wir das noch durch. Gucken, ob wir den Tank jetzt irgendwie voll kriegen. Es muss ja Fuel hin. Fuel soll natürlich hier auch später hergestellt werden können aus Raps. Und aus Öl, aber soweit bin ich noch nicht. Und irgendwie müssen wir das Teil ja auftanken können. Ansonsten schließen wir es einfach an Stromnetz an und sparen uns diese Komponente. Ups, halt, da wird dann nur Rohstoff zum Beispiel reingekippt. Aber ist blöd. Ja, nehmen wir uns heute ein, zwei Minuten mehr. Zeit. Aber
aber so viel Zeit haben wir nicht, denn ich muss noch die erste aufgenommene Folge, das ist ja wieder eine Dreier-Session hier, muss ich gleich noch schneiden und hochladen. Ansonsten wird heute eng, kann man ein bisschen später eine Folge geben. Also heute, sprich Mittwoch, gestern, wenn ihr die Folge seht. So, hier hätten wir den kleinen komischen Tank. Da haben wir noch den Kreis, den wir gerade eben gedreht haben. Noch den, weiß ich nicht, müsste man ja eigentlich an der Tanke voll tanken können. Komisch. Dass das mit dem Kotte nicht funktioniert. Gerade mit dem hätte ich erwartet, dass es funktioniert. Vielleicht habe ich auch einfach die richtige Taste nicht erwischt. Vielleicht hätten wir einfach doch aus einfachheitshalber Gründen den Anhänger kaufen sollen. Na, guck, der tankt sich auf. Auffüllung stoppen. Damit können wir jetzt selber zwar auch nicht tanken, aber zumindest wird der voll gemacht. So, und Dieselverbrauch ist jetzt nicht übermäßig hoch bei dem Kompost, aber er braucht halt ein bisschen, damit er läuft. Und für den scheint es nicht der richtige, also können wir jetzt überladen. Nee, jetzt tanken wir uns selber. Keine Ahnung. So, auf geht's mit dem zum Komposter. Komposter, weil wenn der nicht funktioniert, dann muss ich auf jeden Fall noch was machen. Ich meine, das mit den Pflanzensichtweiten, ist jetzt ärgerlich, aber es funktioniert zumindest und steht dann auf der Liste für das nächste, sofern dann die Lok auch wieder frei ist. Vielleicht wegen der Kollision. Und bei dem ist natürlich auch die Reifen konnte hier bei dem, das liegt aber natürlich am Spiel, ne? Nicht an mir. Im Vollgasmodus tauchen die Reifen von dem Deutz nicht besonders viel. So, tanken. Geht nicht. Dann brauchen wir so ein Universalteil, glaube ich. Tankte von beiden Seiten, ja. Weil normalerweise kommt hier Sprit hin, was wir jetzt mit haben. Aber es funktioniert eben scheinbar noch nicht. Wir haben ja selbst auch nichts Universales sozusagen, wie wir da Fuel hinbekommen würden. Da müssen wir nochmal sehen, dass ich irgendwie Trigger auf die Karte kriege, mit der man dieses Überlade-Kotte-Überdings da voll kriegt, weil anders kriegen wir es nicht hin. Schweinefutter-Pickback, ja, bringt uns gar nichts. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr bleibt dabei, hinterlasst ein Like und Kommentar. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Schönen Tag noch, schönen Abend. Und